Moin und herzoglich willkommen wieder bei Strategic Command im Ersten Weltkrieg und hoffentlich fällt Athen endlich. Ja, eins, das ist ein guter Anfang. Die Kollegen kommen nur auf 2-1. Wir könnten die danach noch reinziehen. No appeal, Leute. Ich dachte, ja, stimmt. Wenn ihre AP da aus sind, dann ist es verständlich, dass wenn man sie noch weiterzieht, sie nichts mehr haben. Ja, ich verstehe den Zusammenhang, aber es ist gerade so ärgerlich. Dann wird Athen nämlich erst nächste Runde fallen. Aber gut, alles bis auf die Kurs können wir eigentlich mal woanders hinschicken. Nur dich verlegen, genau. Und die Bulgaren uns nämlich hier drüben helfen. Kostet zwar jetzt einmalig ein bisschen was, aber dann haben wir hier ein paar Einheiten, die unseren Österreichern aushelfen können. So, diese deutsche Reiterei. Kann vielleicht nach Tilsit, da braucht mehr gerade Hilfe. Weil hier irgendwo russische Reiter sind, die irgendwo durch die Frontlinie brechen möchten. So, den österreichischen Kommandanten müssen wir erstmal zu einer Eisenbahn bewegen vor dem Verlegen. Haben wir noch genau diese Österreicher hier. Sollten, glaube ich, für Athen oder wie auch immer wichtige Küstenstädte in der Gegend als Abteilung aufpassen, dass da keiner einfach so anlandet. Ihr geht am besten auch schon mal auf eine Eisenbahnlinie, dann kann man euch leichter verlegen. Ihr könnt schon mal Richtung Italien ziehen, auch wenn ihr noch nicht ganz fit seid. Auch fühlt sich gut an, was wir dann an Kampfkraft dazu gewinnen. Von euch können wir eigentlich, sobald die Stadt nächste Runde fällt, auch was wegziehen. Okay, Ostfront. Unsere Reiter hier sind eingekesselt. Obwohl, sie haben die Straße. Und vor allem, wir haben jetzt auch die Bulgaren als Hilfe. Das heißt, wir sehen zu, dass wir das hier nächste Runde möglichst befreien. Was machen wir jetzt gegen die Russen? Unsere Kavallerie ist ziemlich abgeschnitten. Kann aber trotzdem die feindliche Artillerie vernichten. So. Können zumindest bis dahin schießen. Eins, drei, ja. Eins, vier. Zwei, eins. Sieht's mit dem Ort aus? Zwei, 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 zwei. Aber wir haben noch einige Kurs, also wir könnten diesen Ort jetzt auch einfach nur mit roher Gewalt einnehmen. Autsch, 1-3 gegen uns. Ach ja, das gibt wieder schöne Verstärkungskosten nächste Runde. Aber dann gehört Luke endlich uns. Den können wir noch fit machen. Gut, bringen wir die mal auf 11. So, weiter im Text. Teilung verlegen wir vielleicht auch mal. Damit die langfristig auf Tilsit aufpassen. Und die Reiter womöglich anhelfen können, Memel anzugreifen. Wir könnten die Leute aus Kumbin schicken. Mit Memel endlich dann in unsere Hände fällt. So, ist eingenommen. Herzlichen Glückwunsch. Dann helfe jetzt da oben bei der Festung mit. Und ja, stellen sich meinetwegen erstmal die Bomber rein. Gut, nächstes Projekt. Hier die Straße erobern. Dann sind die da eingeschlossen.
Euch können wir auf 8 bringen. Die Versorgung wird also ein Ticken besser. Ach ja, buddelt euch sich jetzt aber mal ein. Ja, wir haben hier natürlich nicht ganz so viel Infanterie gerade, dass ihr einfach rohe Gewalt gegen den Ort einsetzen könnt. Da müssen wir den erstmal noch einen Moment belagern. Gut, hier drüben. Autsch, unser armes Luftschiff. Aber da ist niemand weiter, dann können wir uns hier auch daran machen. Ah, da ist noch ein Hauptquartier. Die Straßen jedenfalls nach und nach zu besetzen. Da ist 3-0, 0-0. Naja, wir haben ja die Geschosse, wir können schon mal draufhauen. Bei 1, 2, 4, 2, 4, das klingt gut. Sehr schön, Vilnius erobert. Könnt ihr eigentlich gleich mit Kaunas weitermachen? Ihr Herr reist nach Minsk. Müssen wir erstmal sehen, dass wir die da einschließen. Weil angreifen macht gerade noch nicht so viel Sinn und nicht so viel Spaß. So, geht das Hauptquartier auch mal mit hier rüber. Nochmal diese Abteilung mit. So. Hier ist, glaube ich, wahrlich genügend Infanterie. Könnten wir euch vielleicht verlegen? Hier oben könnten wir, denke ich, mal noch einen Trupp gebrauchen. So, wie sieht's hier aus? Unsere Reiter haben noch einen Zug, können aber nicht so recht Schaden machen. Könntet einfach mal sehen, ob ihr die Hauptquartiere noch ein bisschen unter Druck setzen könnt. Und vielleicht könnt ihr ja noch die anderen Reiter irgendwie rausboxen, wer weiß. Gut, ich denke, soweit so gut. Da können wir die Ostfront erstmal Ostfront sein lassen. Und ja, ich denke, wir haben doch ein ganz ordentliches Tempo hier beim Vormarsch. Das werden die Russen nicht mehr sonderlich lange durchhalten. Ja, Italien, das werden wir nicht mehr sonderlich lange durchhalten. Also, naja, schon, aber... Habt euch natürlich auch ein. Wir werden schon noch eine Weile durchhalten, aber wir sind im Moment meistens dabei, irgendwas zu verlieren. Lassen wir das erstmal so stehen. Die Westfront, seit langer Zeit das Sorgenkind. Genau, den Jäger wollte ich upgraden. Artillerie können wir vielleicht auch mal verbessern. So. Ziehen da rein, dann wird sie mit unserer Reserve langsam eng. Werden geupgradet. Habt ihr noch irgendwas Spannendes im Ziel? Nicht so direkt, sonst sparen wir die Geschosse wieder für die Defensive auf und hoffen für die Runde einfach mal das Beste. Ah ja, französischer Abfangjäger. Aber immerhin auch ein bisschen Schaden, wenn auch leider ganz ordentlich am Zeppelin. Naja. So, die angeschlagenen Schiffe bitte weiter hier in Sicherheit begeben. Während die U-Boote ach ja
Der Schiff hat sie ja auch erst vertrieben. Natürlich mal versuchen, die Handelsrouten da drüben zu erreichen, falls wir zufällig hier durchkommen. Ein Versuch ist es ja wert, denn ich glaube, die russische Route ist hier schon einigermaßen überfrachtet. Wo die doch letzte Runde auch schon gar nichts mehr geschickt hatten oder so gut wie nichts. Gut, kommen wir zu den osmanischen Fronten. Hier nichts passiert. Das Korps muss jetzt ein bisschen durch die Wüste hetzen. Können auch nichts verstärken. Ich vertraue Ihnen, dass Sie noch eine Runde standhalten. Hoffen wir mal, dass wir das nicht bereuen. So, und hier hätten wir jetzt das Problem. Einmal, dass unser Kommandant hier gefährlich im Feuer ist. So, dann teilen wir unsere Front quasi. Du gehst mit da drüben hin. Und hoffen mal, dass das hält. Hoffen klingt gut. So, die Osmanen, wir sind immer noch am Forschungslimit, genauso die Österreicher. Die Deutschen haben wieder sehr, sehr viel Forschung gewonnen. Und wir versuchen auch nochmal vielleicht ein bisschen in Artillerie zu stecken. Aber vor allem will ich endlich diese blöden, besseren Flugzeuge haben. Ja, und 359 nicht vergessen mit den Deutschen. Wir müssen auch wieder kräftig zurückkaufen. Und wir kriegen natürlich auch noch. Ja, oh Wunder, es wandert natürlich in den Westen. Und eine bulgarische Abteilung, die auch hier einfach Küstenstädte bewachen soll. Gut, ihr könnt mit Österreich auch alles Mögliche kaufen. Vielleicht mal eine Gruppe Gebirgsjäger für Italien anschaffen. Die Osmanen. Genau, da wollte ich auch einfach mal auf eine Artillerie sparen. Meinetwegen auch gleich mit Flugabwehrwaffen holen wir uns die. So, ja, und die restlichen Punkte gerade bei Österreich brauchen wir hier auch nächste Runde, um halt alle wieder fit zu machen. Aber ich muss schon sagen, die Russen sind hier bald oh, ja, wir können natürlich auch den Kommandanten angreifen. Sind hier bald auf breiter Front geschlagen. Also ich bin ganz guter Hoffnung, dass die irgendwann mal aufgeben und wir dann alles in den Westen werfen können, um da noch einen Sieg zu erringen. Soweit die Theorie, schauen wir uns die Praxis an. Nachschubmangel, okay. Wahrscheinlich werden sie gleich zerschlagen. Verlust von Vilnius in die russische Moral. Arbeiterunruhen in Sheffield. Konvois werden überfallen. Ah, Luftkriegsführung. Das ist ein ordentlicher Fortschritt. Industrietechnologie 2. Leider mehr nicht. Aber wenn die Luftkriegsführung auf 2 ist, können wir auch endlich mal auch neue Flugzeuge auswählen. Ich glaube, schwere Bomber. Das wäre schön. Athen wird nochmal stärker gemacht. Aber wehe, es fällt nicht in der nächsten Runde. Autsch. Aber wir haben ja noch ein paar U-Boote mehr auf der Linie. Jetzt natürlich auch direkt gejagt werden.
fragen natürlich, was tun die Russen? Sie gehen mit der Kavallerie in die Offensive. Ja, sie gehen weg mit der Kavallerie. Außer also, sie haben wahrscheinlich nur kurz gescoutet, ob man dahin könnte, theoretisch. Und hier ein bisschen verfahren die Lage. So, also von den reinen Grenzverläufen her, also sieht das ein bisschen durcheinander aus. Ich hoffe, das klärt sich dann die nächsten Runden. Hier im Osmanischen Reich müssen wir sehen, ob wir da vielleicht noch Korps hinschicken sollten. Ich habe jetzt keine Lust, wenn Russland langsam zusammenbricht, noch einen Durchbruch im Kaukasus zu kriegen. Oh, jetzt haben sie auch unser anderes U-Boot entdeckt, da links. Und kommt gleich wieder das geradezu obligatorische stundenlange Artillerie-Bombardement. Zwei MPP, okay. Naja, die österreichischen Abfangjäger sind zumindest anwesend. Wow, da haben wir unsere Flugzeuge mal geupgradet und sie machen immer noch keinen Schaden. Es ist kein sonderlich gutes Zeichen. Aber demnächst irgendwann dürfte immerhin auch mal eine zweite Staffel eintreffen. Die ihn dann auch noch nicht das Upgrade hat, müssen wir noch verpassen. Wäre schön, wenn diese Einheit da mal überleben würde an dieser Position. Machen einen Angriff aus der Stadt. Okay. Die Russen vor. Unsere Kavallerie, die da angeschlossen ist, hat bisher überlebt. Das ist gut. Hier bringen sie Artillerien. Interessant. Könnten wir nicht versuchen, die gleich einzukassieren mit unserer Infanterie? Auch wenn es nur eine Abteilung ist. Uns jetzt noch sehr viel verstärken und nachrüsten. Immerhin, ich glaube, diese Runde hätten wir dann auch erstmal wieder ohne Verluste überstanden. Norwegen protestiert. Russland-Konvois überfallen, wir werden abgeschnitten. Außergewöhnlich erfolgreiche französische Flieger Rene Fonck verbucht über der Westfront seinen ersten bestätigten Abschuss. Schön für ihn. Ein U-Boot, okay. Und sonst ein bisschen durch Beschuss, nicht so schlimm. Russland hat 3 MPP verloren. Die senden nichts mehr auf der Linie. Also. Ah, schön, dass wir wissen, dass bei Petro gerade was steht. Ja. Alle Sachen, die wir schon wissen oder die einfach nicht so spannend sind. Was haben wir denn? Ein deutsches Korps, noch eine Abteilung für Österreich und ein osmanisches Korps. Ach ja, das osmanische Korps könnte man hier noch dazustellen, dann ist das erstmal alles relativ sicher. So, Athen 1-4, 1-0. Wir haben hier noch einen, also bitte sagt mir einfach, dass ihr diese Runde Athen erobert, ja?
Hier hält das. Und zumindest hier links besteht unsere Verteidigung immerhin inzwischen aus Chors, die also vielleicht ein bisschen standhafter sind. Wenn wir hier drüben noch Chors hinkriegen, könnten wir so langsam auch mal in die Offensive gehen. Dieses Feld ist gar nicht besetzt und so. Scheint geradezu danach, es einzunehmen. Okay, wie sieht es an der Ostfront aus? Ist natürlich irgendwie die Straße hier nach Kaunas abschneiden, das wird kompliziert. Der Ort hält leider noch zu viel durch. Wie sieht es hier? Ja, 1-4, 1-1. Den könnten wir langsam einnehmen und dann nach Windau marschieren. 2-2, 1-3, 2-3. Wenn wir Glück haben, reicht es auch schon für da. Gut, die Reiter brauchen erstmal eine Pause. Gut, und hier denke ich mal, ja, können wir. Also wir müssen halt sehen, dass wir unsere Reiter befreien. Beispielsweise hier, wenn unsere anderen Reiter dahin gehen. Sehr interessant, ob das funktioniert, aber alles auch eine Überlegung für die nächste Folge. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denn.